Sedi, die Frage geht an dich. Was denkst du? Wer kommt mehr zu spät? Der Felix oder der Cesi? Das ist etwas unfair, wenn ich das sage, aber der Cesi war eigentlich immer pünktlich. Darum sage ich jetzt der Felix, aber ich weiß es zu wenig. Ich war auch nicht immer gut, was das angeht, aber ich habe mich jetzt im letzten Jahr etwas verbessert, sage ich mal. Felix, kannst du das akzeptieren? Ja, stimmt schon. Stimmt. Stimmt. Gute erste Frage. Cesi, Frage an dich. Die nächste Saison. Wer von den beiden anderen holt mehr gelbe Karten? Ich glaube, der Sedi. Der halt vom physischen Aspekt her, dass so ein bisschen sein Spiel ist mit dem Körper. Und dann, sage ich mal, muss in der Schweiz nicht so viel leiden. Darum würde ich jetzt Sedi sagen. Aber was heisst das? Ich habe keine. Wegen der Größe, sagen wir es so. Sedi, wer bekommt mehr Tunneli? Der Cesi, ganz klar. Ganz klar. Wenn er einen langen Schritt macht, dann kann man abziehen. Nein. Ich hätte jetzt gesagt, der Größe wird länger von dabei als Innenverteidiger. Ist einfach. Ja. Ich bin öfter in so Situationen, wo es vielleicht. Sagen wir es so. Sedi. Du brauchst einen Partner für ein Tennis-Doppel. Welchen nimmst du? Ich sage es dir. Ja, ich habe jetzt auch ihn genommen, weil ich eher schon der grosse Spieler bin. Auch sicher noch ein bisschen wendig ist. Genau, ja. Heißt das, ich bin nicht wendig? Du bist sehr wendig, aber ich nicht ganz so wendig wie auch. Ja. Weißt du, ja, hat jetzt so gut. Stimmt. Er hat sich auch gemolden, also von dem her, glaube ich. Das ist sehr gut. Sedi. Für deine Band brauchst du noch einen Leadsänger. Die Band steht schon, aber einer muss noch singen. Welchen? Das ist jetzt auch schwierig, oder? Aber ich hätte jetzt ihn auch genommen, wenn er so ein guter DJ ist, kann er natürlich auch noch gut singen. Wenn er schon das Rhythmusgefühl hat und alles. Ja, ich muss noch ein bisschen meine Stimme ein bisschen aufwärmen dann. Sehr gut. Merci vielmals. Tschüss. Danke. Okay.